Die Rübe war letzte Woche in Black Widow. Soll ich dir was sagen? Ich war da auch drin. Hat er dir denn gefallen? Was sagst du? Wie war es mal wieder, einen Marvel-Film im Kino zu gucken? Ah, ich glaube, ich konnte von da oben, wenn ich da oben entlang gehe, konnte ich mich, glaube ich, gut droppen und dieses Feld von hinten aufräumen. Genau, das war irgendwie eine Abkürzung. Na komm, wir lassen uns mal. Wartet mal. So, die hier wollte ich. Sorry, ich musste mir gerade eine unglaublich fette Meise in meinem Vogelhäuschen angucken. Ah. Also grundsätzlich sage ich, war es ein guter Film. Er hatte ein paar Sachen, die mich gestört haben, aber er war gut anzusehen. Erstens, Anna, seit wann hast du ein Vogelhäuschen? Und zweitens, ja, ich fand ihn auch gut. Ich fand ihn aber, also mich hat wenig an dem Film gestört. Ich fand es halt überraschend, wie sie mit ihrer, mit dieser Frau da gesprochen haben. Doof finde ich ein bisschen, wie sie den Red Room umgebaut haben, weil der im Comic ein bisschen anders ist. Aber es war auch schön, mal wieder einen Marvel-Film im Kino geguckt zu haben. Du schleifst da jemanden mit dir herum. Ich glaube, ich habe den Typen eben nicht getötet. Ja. Du kannst mich jetzt noch so sehr mit Öl bewerfen. Also Dying Light kenne ich, glaube ich, noch nicht, aber bei Sachen wie Friday 13 wäre ich grundsätzlich dabei. Und ja, ich habe ein kleines Vogelhäuschen, das man mit Saugnäpfen ans Fenster kleben kann. Halten die Saugnäpfe dann so viel aus, dass sie einen Vogel aushalten oder eventuell sogar mehr? Sagt mir doch meine Energie, Leute, wofür seid ihr denn dabei? Da saß schon eine fette Amsel drauf. Ah, okay. Ja, wir haben momentan viel Spaß mit Maulwürfen, die bei uns im Garten wieder alles umgraben. Man kann so richtig den Boden eindrücken, wo die ihre Wege gebuddelt haben. Weil man muss halt die Scheibe und die Saugnäpfe sauber halten. Dann klappt das. Aha. Ich sollte nicht ins Feuer laufen, nicht ins Feuer springen. Ach Gott, bin ich doof. Okay, hier waren wir ja vorhin. Das heißt, wir haben hier schon mal alles. Ich höre hier die ganze Zeit jemanden quatschen. Was hat für Netze in dem PC? Also, wie viel Watt? Warte mal. Was hast du für ein Netzteil in deinem PC? Also, wie viel Watt? Keine Ahnung, warum? Müsste ich jetzt raussuchen, um diese Informationen zu haben. Ich kann es dir jetzt gerade nicht aus dem Stegreif sagen. Wofür willst du das denn wissen? Mich hat irgendwie gestört, dass der Fokus so extrem stark auf dem Nicht-Kinder-Kriegen-Können lag. Hund als Kinderersatz. Statt auf der Geschichte der Black Widow mit dem Entführen von ihrer Familie und der systematischen Konditionierung der Kinder um das... Ja,
dass sie das als ihren eigenen Antrieb gesehen haben und sich halt darüber so blöd. Die haben sogar teilweise einen blöden Spruch oder so einen sarkastischen Spruch reingeworfen. So, ja, ich kann ja keine Kinder kriegen, haha. Was ich trotzdem interessiert. Also, nicht jede Thematik wurde perfekt umgesetzt, aber trotzdem haben sie es gut gemacht. Wie gesagt, ich fand halt wieder eine fliegende Basis, die keiner hergefunden hat, weil sie umhüllt von Wolken ist. Ja, muss man mögen oder nicht. Halte ich persönlich für Schwachsinn in dieser Welt, aber ist dann halt so. Ich war nur überrascht, wann er spielte, weil ich eigentlich der Meinung war, er wäre während des Blips gewesen, aber er war ja sogar noch davor. Ja, die hat mich auch gestört. Ja, es ist halt, es fällt auch auf, wenn so eine riesige fliegende Person, wir finden sie nicht. Das ist, ich hätte jetzt irgendwas so ein. Was ich ein bisschen gehofft hätte, ist, dass es mehr in die Richtung vom Winter Soldier-Film geht, also von Captain America und der Winter Soldier. Weil das noch ein schöner Spionagefilm, also dem hätte ein Spionagethema sehr gut getan. Aber wie gesagt, besser als Black Panther. Ich überlege, meinen PC aufzurüsten und habe eben einen Online dafür genutzt, einen Online-Rechner dafür genutzt und mir würde halt auch welches ab 505 empfohlen und da war ich doch überrascht, dass mein 57 Watt. Ich kenne mich da halt nicht auch gut aus, ob das einen Unterschied macht. Mach's doch so wie ich, schick die Liste Erik oder lass dir da raten. Die GameStar hat einen schönen Bauplan für Teile, die zusammenpasst für PCs mit bestimmten Budgets. Da habe ich mich auch so ein bisschen dran orientiert. Oh, ihr seid eine Bestienjägerin, nicht wahr? Fand ich sehr gut. Aber ich kann gleich gerne mal gucken und es dir schicken, wenn du möchtest. Aber dem Himmel sei es geklagt. Die Stunden der Nacht sind lang. Die Zahl der Bestien immens. Eine unendliche, wahrhafte Jagd. Nicht einmal der Tod bietet Trost. Und das Blut verschlingt euch. Ein schreckliches Schicksal. Oh ja. Oh Aber ihr yeah. seht euch einen Gefallen. Geht rechts an der großen Kathedrale vorbei und sucht nach einer alten, verborgenen Kirche. Die Gabe der Gottheit wird euch Kraft gewähren. Ja, daran habe ich keinen Zweifel. Mandelstein. Nicht einmal der Such nach einer Gabe. Wofür war der nochmal? Also, ich dachte, der wäre vor Avengers 1 und war dann auch überrascht. Ich habe meinem Bruder gesagt, er braucht kein Vorwissen für den Film. Und dann fragt er mich alle 3 Minuten im Film, was das jetzt bedeutet. Ja, das stimmt. Selbst das Budapest-Ding war ja das, wo Winter Soldier war. Aber ich hätte halt gedacht, wirklich, dass es während des Blips ist, dass sie da so ein bisschen ihre Sachen klärt. Aber naja. Gibt ja jetzt noch eine Serie. Bin halt davon ausgegangen, dass ich ein neues Netzteil brauche, aber wenn mein schon so viel hat, brauche ich das wohl nicht, denke ich. Ja, das kann sein. Tut mir leid, aber ich bin eigentlich nicht dafür, Tiere im Käfig zu töten. Zwei sind ja auch raus, das sieht man ja. Hier ist auch noch ein Weg. Aber wieso lässt du dich denn dann nicht jetzt von Erik beraten? Der kennt sich doch damit aus. Oder wolltest du erstmal nur selber so gucken? Bevor du den großen Meister. Ach da. Ach so, ja, das war hier jetzt.
Hab selber so geguckt, weil Erik war zu müde, um mir da zu helfen. Also. Erst wegziehen, jetzt zu müde sein. Ja, so fängt das an. Demnächst muss er länger arbeiten und ist im Büro nicht mehr zu erreichen. Hallo, Rabe. Ja, ist ja gut, Jungs. Ey, 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 nicht. Also so weit gehen wir jetzt hier nicht, bitte. Dürfte ich euch bitten, bitte Contenance. Wie gesagt, das für die Games, über die GameStar fand ich halt schon ganz interessant. Oh, ich habe ganz unseren Sponsor vergessen. Kekse! Weißer Kirschenhut. Sagt er, du musst dies akzeptieren, die Unsichtbaren. Okay, nur hier ist niemand unsichtbar. Ich war, wir haben gestern das Finale von Loki geguckt und das fand ich eher so ein bisschen. Bin auch immer nicht ganz hinaus, auf wen sie da hinaus wollen. Ich habe eine Vermutung, welche Figur sie nehmen. Aber das Ende war jetzt nicht so zufriedenstellend, fand ich. Komme ich da von der anderen Seite ran? Wir gucken mal. Erstmal da ist jemand. Achso, der macht ja das Tor zu. Gut, dann machen wir das Tor, lassen wir jetzt offen. Du bist am Ende. So, genau. Den wollen wir. Und tot. So, dann. Ne, hier attackiert mich gerade keiner. Ein Bestiengebrüll. Was ist das denn? Gebrüll der Bestie wirft nahe Gegner und Objekte zurück. Okay, da brauche ich wahrscheinlich, aber muss ich in Bestienform sein? Oder in bester Form. Das bin ich schon lange nicht mehr. Gehen wir mal da rein. So. Ein blaues Elixier. Der sagte ja irgendwas an der großen Kathedrale, ne? Manasub ist live. Dann wissen wir doch, wen wir gleich raiden können. Drop und guck. Also ich habe gehört, dass der Schauspieler von dem Endgegner in Loki auch der Bösewicht in Ant-Man und the Wasp sein soll. Das war doch hier, wie hieß denn der Film nochmal? Die hat noch da schon den Titel.
Nein. Nein, ich wollte die Sprungattacke machen. Das war doch Quantum irgendwas. Wenn du möchtest, kann ich dir... musste eben nachschauen. Quantumania. Ja, genau, sowas. Also wenn du möchtest, kann ich dir die Figur nennen, die ich vermute, die er sein könnte. Aber eigentlich hat die Figur, die sie da gestern benannt haben, oder die sie benannt haben in der letzten Folge, so damit jetzt nichts zu tun. Aber ich kann mich auch täuschen. Oh, hallo. Autsch. Ja, habe ich nichts gegen. Es wäre in meinen Augen leitet es auf Kang, der Eroberer. Weg, weg, weg. Wieder hier hinten in meine Ecke. Interessant ist nur, dass Kang nicht der One, He Who Remains eigentlich ist. Wobei er Immortus erschaffen hat, oder beziehungsweise mit ihm in Verbindung steht. Und Immortus ist Kang der Eroberer in einer älteren Variante, der gegen sich selbst kämpft. Das habe ich auch schon gelesen, nur wusste ich nicht, was das heißt. Kang der Eroberer ist ein zeitreisender Eroberer, der... oft genug versucht in einer Zeitlinie von da aus seine Eroberungszüge zu machen. An sich hat er nichts mit dem Multiversum zu tun. Aber es kann natürlich sein, dass sie es ein bisschen umbauen. Später gibt es eine Figur, die heißt Immortus. Das ist an sich Kang, der Eroberer, später. Der Weiser mit mehr Erfahrung, der weiß, dass das, was er tut, falsch ist. Und somit dann quasi gegen sich selber kämpft, um der Hoffnung zu sein, sich selbst aufhalten zu können. Und Kang ist einer der Hauptbösewichte gegen die Avengers. Oder einer der vielen Gegner der Avengers. So, ist hier jemand? Nee. Öffnet sich von hier nicht. Okay. Tut mir leid, wenn ich ein bisschen hektisch mit der Kamera rumspiele. Ich versuche nur, den Überblick zu bewahren. Okay, jetzt sind wir hier, wo wir hätten vorhin runterfallen können. Ich merke es gerade selber, dass ich sehr hektisch mit der Kamera rumgucke. So. Da ist noch ein Typ. Da ist auch. Zwei. Aber ich fand die Figur auch irgendwie merkwürdig. Also der war so überdreht, das habe ich nicht so ganz verstanden, warum. Immortus, bin ich der Meinung, war the one who remains in Loki. Also glaube, der wurde irgendwo so genannt. Ja, die haben ihm mehrere Namen gegeben. Die haben ja auch, ich war ein Eroberer... Da war dann dieses Kang der Eroberer halt auf jeden Fall sehr bekannt und aber an sich hat Immortus nicht, dachte ich mir, wirkte schon wie eine Falle. An sich hat Immortus nicht die TVA erschaffen und hat auch nichts mit war auch nicht He Who Remains. Aber wie gesagt, ist ja Eigeninterpretation, wie sie die Welten machen. Es muss ja auch irgendwie zusammenpassen. Ah, warte mal, da ist noch eine Falle. Ach, da bin ich lang gegangen.
Okay, also da kamen wir her, sind wir da entlang gegangen. Gut, müssen wir jetzt nämlich hier durch das Dorf und irgendwie da hochkommen. Wie viel? Okay, wir haben noch ein bisschen. Ja, ich will ungern in diese Grube hier hüpfen. Wie ihr seht, da unten den Raben. Sehr lustig, ne? Und fällt er in die Grube, fressen ihn die Raben. Also, da kam ich ja her. Es gab nach unten diesen kleinen Weg. Es gibt noch eine Abkürzung wieder hoch zur Laterne. Da wüsste ich es aber gerade nicht. Ich fand eher die Beziehung zwischen Loki und Sylvie komisch. Ich hatte auf eine Geschwisterbeziehung gehofft, die vielleicht gut, mal gut ist. Ja, die haben in mein. Also, die Sylvie war eigentlich eine coole Charakterin. Es war wieder so eine. Mein Problem ist, sie wollen jetzt ja beweisen, dass sie starke Frauenfiguren machen. Also machen sie jetzt auch solche Figuren. Ich fand aber die Sylvie nicht ganz so sympathisch als Figur, aber das ist meine Meinung. Dürft ich hier bitte durch? Dankeschön, Dankeschön. Ich will ja gar nichts von euch, ich will hier nur durch. Ich bin euch zutiefst dankbar. So. Glaube, ich soll hier meine Waffe aufleveln. Na, das war jetzt die Abkürzung. Da muss ich nicht mehr durch dieses Sumpfding. So. Jetzt muss ich die Häuschen noch irgendwie hoch. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie man da hochkommt. Das sieht doch nach Falle aus. Weil da oben steht auch einer. Weißt du was, wir machen jetzt erstmal die Typen da tot. Und gucken, wie wir das erledigen. Ich fand es genau anders. Wäre da nicht in einer romantischen Beziehung zwischen ihr und Loki, empfände ich sie als gute, starke weibliche Figur. Nee, ich fand sie war so gekünstelt starke Figur. So unbedingt. Wir müssen zeigen, dass, was wir gelernt haben. Ich fand da bei Black Widow die Frauen eigentlich viel cooler. Die empfand ich als sympathischer. Gut, weil es Scarlett Johansson ist, aber. Ernsthaft? Jetzt muss ich mich da wieder durchprügeln. Das kriegen wir hin. Gut fand ich nämlich da auch, dass es nicht erwähnt wurde, dass es starke Frauen. Also du wurdest halt nicht so. Hier, guck mal, ne? Wir haben starke Frauenfiguren, sondern einfach, ja, die sind da. Ich will hier echt diesen Weg runterfinden. So. Jetzt kürzen wir aber ab. Jetzt machen wir nicht nochmal alles. Mit Ausnahme, ich habe nicht verstanden, wieso die Doktorin plötzlich ihre Meinung geändert hat, aber das war mir dann ein bisschen zu wenig. Ach, hier war ich ja schon. Haha. Aber ansonsten, ich fand auch die White Widow gar nicht so schlecht eingebaut. Eigentlich sind das, was mich dann gestört hat, das ist halt dieser typische Marvel-Witz, den sie eingebaut haben. Eigentlich sind die schwer geschädigt durch den Red Room. Was man leider nicht so ganz gemerkt hat. Also hier gab es doch irgendwo eine Leiter. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo die war.
Auf jeden Fall kann ich jetzt hier durch und mir meine Seelen holen. Das ist schon mal sehr cool. Und die waren auch endlich vernünftig in der Darstellung. Wenig Schminke, geflochtene Haare. Sollte aufhören, dieses bis auf das letzte da reintreschen. So. Die da hat meine Seelen. Könntest du bitte aufhören, hier was hinzuwerfen? Hallo, ich muss da... Oh Gott. Und das hat mich halt gestört. Die Ärztin hat erzählt, dass sie schon viermal den Red Room durchgegangen ist, bevor sie dieses Undercover-Mission hatte. Ja, das war halt... Hat nicht ganz so funktioniert. Tötest du ihn damit? Ja... Okay, ja, wirf du mal. Ich gehe dann hier entlang. Ich hole meine Seelen von der anderen Seite. Ist schon okay. Ich habe es verstanden. So. So, wie komme ich jetzt da hoch, ist die Frage. Dass der... Nein! Ich sollte vielleicht nicht auf engstem Raum mit dem kämpfen. Kommen Sie, junger Mann! Ich möchte Ihnen mein Haus zeigen. So. Ich will nur nicht attackiert werden jetzt. Ich suche nur gerade nach der Stelle. Ach, da oben. Irgendwo muss es doch da hochgehen. Ah. Ihr seid verflucht. So, da. Zu diesem Haus, da oben entlang. Ach, warte mal. Warte mal, warte mal. Okay. Hier war kein Weg. Okay, 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 okay. Hier habe ich mich ja gedroppt. Genau. Ich glaube, da oben entlang, oder? Würde ich jetzt mal vermuten. So. Dann gehen wir jetzt hier herum. Werden uns jetzt aber nicht... Oh, da sind aber viele. Würde ich sagen, wir rennen. Rennen, rennen, rennen. Was ist meine Schuld? Habe ich was nicht mitbekommen? So. Genau, dann wieder da hinten rum.
Sind die Hunde jetzt frei, alle? Ja, komm doch. So, ich verabschiede mich erstmal für Half-Life Alyx mit Eriks VR-Brille zocken. Oh, hat er jetzt eine größere VR-Brille? Wie kam er denn dazu? Oder hat er sich von seinem Lohn das geleistet? Aber er hat doch nur diese Microsoft, oder? Bräuchte er dafür nicht die... Okay, dass es darüber auch geht. Ich dachte, das geht nur über die HTC. Über die Valve-Brille. Ja, dann viel Spaß damit. Da kann man das mit zocken. Jo, viel Spaß. Tüdelü. Ah, jetzt habe ich den versehentlich aktiviert. Okay, warte. Junger Mann. Nicht treten, das ist unfair. Ich beiß ja auch nicht. Und rein damit. Und raus damit. So. Und den Weg über die Häuser der Dächer des Dorfes finden wir in der nächsten Folge raus. Bis dann. Ciao.